kommen noch ein paar Unworte gleich hinterher. Folgenden Fall geht's. Sie haben eine Wohnung gesucht in Aachen, wollten sich eine inserierte Wohnung angucken und kriegten dann zu hören, wörtlich, Achtung, das ist ein Zitat, an Neger, Schwarzafrikaner und Türken vermieten wir nicht. Da ist nicht nur die Wortwahl völlig daneben. Die Familie Scherif, sie stammt aus Westafrika, die war einigermaßen geschockt über so viel offene Fremdenfeindlichkeit und sie ist vor Gericht gegangen. Und da gab es die nächste Abfuhr vor dem Aachener Landgericht. Aber jetzt haben sie recht bekommen. Sie wollten sich eine gemeinsame Existenz aufbauen. Sekou Scherif arbeitet seit 25 Jahren als Physiotherapeut in Deutschland. Er hat die deutsche Staatsbürgerschaft, seine Kinder sind hier geboren. Seine Frau Rugia Tou kommt aus Paris. Ihr Traum, ein eigener Friseursalon. Wegen mir, sie sind gekommen nach Deutschland. Ja, sie wollte nichts. Aber ich habe gesagt zu meiner Frau in Deutschland, die Leute sind gut. Weil ich wohne hier, ich habe keinen Rassismus gesehen. Und ich habe sie wirklich gedrückt, sie hat gesagt, Deutschland ist gut, alle kommen hier, wir leben hier und so und so. Im September 2006 wollten die Scherifs eine Wohnung in Aachen besichtigen. Die Hausmeisterin ließ die Familie aber gar nicht erst rein. Diese Wohnung ist nicht für die Schwarz-Neger afrikanisch und die türkischen Leute. Ja. Ich habe gesagt, Mann, warum? Und danach hat die Tür zugemacht. Ich habe meinen Mann geguckt, so. Ich habe gesagt, das ist normal. Das war traurig. Ja. Das war unglaublich. Bis nach Hause, die Kinder weinen. Umso größer war die Erleichterung über das heutige Urteil des Oberlandesgerichts in Köln. 5.000 Euro Entschädigung muss die Hausverwaltung an die Familie zahlen, weil ihre Menschenwürde verletzt wurde. Die Stiftung Leben ohne Rassismus hat die Scherifs von Beginn an unterstützt. Wir sind eigentlich begeistert, weil es zum ersten Mal gelungen ist, dass einem Wohnungsmarkt eine entsprechende Entscheidung zugunsten der Diskriminierten gefallen ist. Die Scherifs leben heute in Kerpen-Sindorf. Hier haben sie einen passenden Laden gefunden. Sie und ihre Kinder fühlen sich hier wohl. Wir sind zufrieden, wir haben unsere Ruhe hier. Mhm. Ja, wir haben, sag mal, unsere kleine Insel gefunden jetzt. Na, wenigstens das hat